Guten Morgen. Wir sprechen über Schalke, wir sprechen über Einwürfe und wir sprechen über den großen FC Barcelona. Müssen wir. Bis gleich. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Max. Danke, dass ich an diesem Themenfrühstück teilnehmen darf, weil das sind wirklich Kracherthemen, die wir heute haben. Dafür, dass Sommerloch ist, und jetzt ist nun wirklich endgültig Sommerloch gerade, alles sagst ist vorbei. Sagst du? Na, es ist so. Fußball nee, bei ist mir, vorbei. Gestern ist noch der BFC Preußen in die Berlin-Liga aufgestiegen und damit ist auch in Berlin Fußball zu. Aber ich falle nicht so schnell ins Loch. Für mich halt diese grandiose Rückkehr der deutschen Nationalmannschaft noch nach. Da haben wir gestern, gestern schon vergaloppiert, weil hier drei Leute saßen, die es auch alle nicht geguckt hatten. Wieso auch? Also, selbstverständlich habe ich das Spiel, ich war schon eine Dreiviertelstunde vorm Spiel, habe ich im Trikot vom Fernseher gesessen. Mit Schlandiro. Ja, was soll ich machen? Witzig. Ist das jetzt auch noch ein Seitenhieb? Ja? So schnell bist du dabei. Du bist auf Krawall gebürstet. Okay. Aber du warst begeistert, ja? Du bist happy mit Flick. Entschuldigung, 5 Tore gegen Italien. Hat es das schon mal gegeben? Ich bin kein Historiker. Uli Hesse ist nicht da. Also und so, ich kann niemanden fragen. Du wirst es auch nicht wissen, weil du guckst die Spiele noch nicht mehr an. Ich sage nein. Heißt mit anderen Worten, sowas ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange her. Ja, das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Jetzt weiß ich ja nicht. Ich weiß es auch nicht, aber wenn ich jetzt sage, es hat es noch nie gegeben, dann rufen ja gleich wieder 2 Leute an, beziehungsweise schreiben es hier ins Forum rein, dass der Jürgens nicht weiß, dass sie 1923 ja schon mal 6 Tore geschossen haben. Aber ich war ja gestern auch gar nicht so negativ. Ich freue mich doch, wenn die Stimmung in Gladbach war gut, 5 Tore, sogar Timo Werner 2-mal getroffen, rundum zufrieden, dass sie so in die Sommerpause gehen. Es gab ja noch andere Ergebnisse. Ne? England, da ist ja auch der Teufel los jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das in Italien jetzt weitergeht. Also, ja, da gibt es Stress. Es ist schon eine sehr, sehr eigenwillige Bilanz, ne? Die der Kollege Mancini da hingelegt hat. Aber ich will das jetzt nicht vertiefen, weil Europameister, niemand hat irgendetwas dagegen gesagt. Ich habe gesagt, das war die tollste Mannschaft, die da bei der EM gespielt hat. Ein Italien, so wie wir es noch nie erlebt haben in der Fußballgeschichte. Ja. Vollkommen zu Recht das Turnier gewonnen. Und dann geht es aber wirklich unangespitzt in den Boden, kaum hat er seinen Vertrag verlängert. Und er redete ja sozusagen beim Titelgewinn auch noch davon, dass das jetzt sozusagen nur ein Zwischenziel ist, weil das nächste ist WM, wobei das ja jetzt nichts mehr wird. Ja, er führt so ein bisschen die Löw-Taktik auf die Spitze, ne? So einen Titel holen und danach die Sache langsam ausfällen lassen. Das finde ich jetzt aber auch wieder ungerecht, weil, Entschuldigung, weil Jogi Löw hat... immerhin danach noch ein Halbfinale. Es gibt unterschiedliche Lesart, aber Jogi Löw hat 2006 definitiv die Nationalmannschaft übernommen und sie danach sukzessive zum WM-Titel geführt. Also sowohl die EM 2008 war Halbfinale, nehme ich vielleicht nochmal raus, 2010 waren sie definitiv in Südafrika die sympathischste Mannschaft, so ein bisschen Sieger der Herzen, klar, die Spanier waren besser, gar keine Frage, aber trotzdem tollen Fußball gespielt und dann 2014 vollkommen zu Recht Weltmeister geworden. Absolut. Und jetzt sagst du, Mancini... Nach dem Titelgewinn, er hat einen Titel geholt und danach ging nicht mehr viel und so ist es ja bei Italien aktuell zumindest auch, aber... Wir sind sehr weit weg von dem, was wir eigentlich angekündigt hatten. Lass uns über leichtere Themen sprechen, bevor wir uns hier in die Wolle kriegen. Moment, ich muss noch eins sagen. Okay. Das Elfmeterschießen gegen Italien 2016 ja. Bei der Europameisterschaft ist für mich auch immer noch ein Highlight. War's auch. Das haben wir Jogi Löw zu verdanken. War es auch. Jonas Hector, entscheidender Elfmeter, ne? So. Okay. Nationalmannschaft haken wir ab. Wir freuen uns auf die kommenden Nations League-Auftritte, der eine mehr, der andere weniger. Aber wir müssen über Schalke sprechen. Und über eine... Interessante Finanzpolitik, sagen wir es mal so. Gestern sickerte durch, wie das immer so ist, dass Dimitrios Gramotzes, Ex-Trainer, eigentlich schon seit einem halben Jahr nicht mehr in Amt und Würden, aber immer noch unter Vertrag, ja. Dass er nächstes Jahr mehr verdienen würde als Schalkes neuer Trainer Kramer. Gab es sowas schon mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Hat es die Sportbild geschrieben? Dann werden die es ja knallhart recherchiert haben. Dann ja, weil wir geben ja jetzt einfach nur die Infos von den Kollegen da weiter. Toll gemacht. Und er kriegt für die... Er kriegt noch pro Sieg 18.000 Euro. Ach, das ist das. Und er kriegt jetzt für den Aufstieg 1,8 Millionen, stimmt das? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass er... Oder das steht in... Gut, in nehme ich die Zahl zurück und behaupte das Gegenteil. Das weiß ich nicht. Aber 18.000 pro Sieg, naja, das ist, glaube ich, so... Das heißt pro Punkt 6.000. Ich würde sagen, das ist nicht gnadenlos überteuert. Das macht... Okay, warum, ja, dafür, warum sagst du dann, dass er
Ich meine, hast du jetzt auch die Schalke-Brille auf? Also das würde ja bedeuten, dass Schalke da durchmarschiert und sie müssten ja, also ich schätze mal, Frank Kramer. Du meinst, da kommt dann Punktprämie was, jetzt für was Gramotz verdient gar nicht viel zusammen. Was verdient man bei Schalke in der Bundesliga? 700.000? Na, die Zahlen sind, glaube ich, dass Gramotz 1,2 Millionen nächstes Jahr quasi festbekommt und Kramer ein bisschen weniger. Ach so. Was, wenn ich mir jetzt der aktuelle Trainer wäre, der die ganze Arbeit macht, ja. Was ich natürlich schon komisch fände. Ich würde jetzt mal, wäre ich Kramer, würde ich jetzt auch mal andere Leute im Verein fragen. Du, was kriegst denn du? Ehemalige Busfahrer, ehemalige Physios. Ich würde es relativ sehen. Weil Frank Kramer ist ja bei Arminia Bielefeld, einem Zweitligisten, entlassen worden. Ja. Richtig? Und bekommt die Chance, bei einem Bundesligisten zu trainieren. Für vermutlich ein Gehalt, wo wir unsere beiden Gehälter zusammenlegen können und trotzdem nicht ganz dahin kommen. Knapp nicht, wahrscheinlich. Ja? Und deswegen ist das ja auch eine Chance, wenn es klappt. Also wenn Schalke 13. wird, wird Frank Kramer vermutlich nochmal verlängert und dann vielleicht mit einer Option auf ein höheres Gehalt. Und am Hungertuch nagen würde er so oder so nicht, auch wenn Gramotzes vielleicht mehr Geld bekommt. Also würdest du an Kramers Stelle dich gar nicht ärgern und an Gramotzes Stelle kann man einfach happy sein, sich zurücklehnen. Also rein wirtschaftlich, weil wir diskutieren ja wirtschaftlich. Rein wirtschaftlich würde ich mich an keiner Stelle beklagen, wenn ich im Profifußball irgendwo in einem Manager-, Trainer- oder Spieleramt wäre. Also, halten wir fest, Gramotzes clever verhandelt, wann auch immer er es gemacht hat, kann sich ein gemütliches Jahr machen. Oder er macht es wie Paul Dardai, lässt sich freikaufen, da geistern ja ganz irre Summen durch die Stadt, ne? Kann ich auch nur Gerüchte weitergeben, aber Paul Dardai war, ich glaube, auch einmalig im deutschen Profifußball, der war ja unbefristet. Quasi. Aha. Und insofern hat sich Freddy, der ihn, glaube ich, unbedingt loswerden wollte, so sickerte es auch nach und nach durch, hat sich das eine Menge kosten lassen, dass er dann nicht mehr bei Hertha BSC ab 1. Juli unter Vertrag steht. Ja, wir sind hier natürlich so ein bisschen in Spekulatiusland unterwegs. Ich würde sagen, er hat einen unbefristeten Vertrag gehabt bei Hertha BSC, der aber gekoppelt war an sein jeweiliges Amt. Er wird als Bundesliga-Trainer mehr Geld verdient haben und als Jugendtrainer ein bisschen weniger, weil er ja nun auch schon sehr, sehr lange da ist und sich ja vermutlich auch als sehr solidarisch mit diesem Verein gezeigt hat. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so tragisch. Nein, überhaupt nicht. Ist ja auch alles nur wilde Spekulation, gefährliches Halbwissen. Aber die Vorstellung, dass Freddy Bobic da so dringend aus dem Verein loswerden wollte, dass er ihm da eine hohe siebenstellige Summe zahlen, die finde ich zumindest interessant. Hohe siebenstellige Summe, muss ich mir jetzt kurz mal vorstellen. Wir reden also 9,9 Millionen Euro. 9,9999 Millionen Euro, das sind die Zahlen. Die hier in der Stadt kursieren. Ihr merkt schon, wir senden aus der Hauptstadt. Liebe Freunde in der Provinz, hier gibt es, es ist wirklich Phantasialand, hier ist alles möglich. Also, also auch Paul Dardai gut verhandelt. Okay, wir machen weiter. Alle haben gut verhandelt. Wir haben schlecht verhandelt, Max. Lernen wir es doch einfach. Ja. Wir könnten uns beklagen. Wir könnten sagen, Frank Kramer, du Schwein, warum hast du so gut verhandelt? Absolut. Warum wir nicht? Warum kann ich nicht für jeden Schalke-Punkt 6.000 Euro einfach kriegen? Wenn Gramotzes, wenn du fair bist, dann ein bisschen was hier rüberschicken. Pro Schalke-Punkt. Die Frage, du kannst jetzt ja mal einmal prognostizieren, das ist eine witzige Hybrid-Aufgabe, weil du sowohl Kopf rechnen musst, als auch voraussehen musst, wie viel Punktprämie kassiert Gramotzes kommende Saison. Wenn wir davon ausgehen, jeder Punkt ist 6.000 Euro wert. Ja, ich meine, also die werden, habe jetzt mal die Schalke-Brille auf, ich sage, die werden knapp nicht absteigen, dann werden sie 38 Punkte machen. Boah, 38 mal 6, Freunde. 6 mal 4 sind 240.000 und minus 2 sind 228.000 Euro. Das ist wirklich, ey, er sitzt die ganze Zeit da, hat die Augen zu, schläft, ne? Und jetzt schmeißt er das da in seinen Computerrechner rein und spricht auch über das Mikrofon, ne? Herr Felix Gropper, ne? Wirklich. Aber gut, okay. Timing ist keine Stadt in China. Man muss wissen, wann man seinen Einsatz hat. Sehr gut gemacht. Also, für Nichtabstieg sind es dann einfach nochmal knapp 230.000 Euro für Gramotzes. 238.000? Das stimmt doch gar nicht. 234.000. 228. Ja, Entschuldigung, dann verdient er doch weniger als Frank Kramer, oder? Ja, aber die kommen ja zu seinem Grundgehalt noch oben rauf. Ja. Okay, wer hat den Fehler gemacht, muss man sich dann fragen. Ja, Schalke. Weil Ruven Schröder hat es vermutlich verhandelt. Der hat ja gesagt, wir müssen Schmalspur fahren hier. Und Gramotzes hat ja da auch eine Chance gesehen. Also insofern hat er, wenn die Zahlen stimmen sollten, und wir stellen das natürlich selbstverständlich in den Konjunktiv,
hat es dann auch ein bisschen übertrieben, weil sie ja so sehr an den Aufstieg geglaubt haben. Sie haben gesagt, das werden wir wahrscheinlich mit dieser Mannschaft nur vielleicht schaffen. Also insofern versprechen wir dem Mann bei Aufstieg eben das und das und dann kriegt er hinterher nochmal das und das. Weil wenn er aufsteigt, dann würde er natürlich im Amt bleiben, was ja jetzt alles nicht passiert ist. Wie damals die Meisterprämien bei Leicester. Schreibt mit rein, komm, was immer der Wadi will, schreib's rein. Ja, ja. Okay, wir nähern uns jetzt einem bisschen härteren Themen. Es geht um Regeln. Es gab Anfang der Woche eine Meldung, dass die zweite holländische Liga ein paar revolutionäre Dinge plant. Mhm. Unter anderem die Abschaffung der Einwürfe, um das Spiel schneller zu machen, sollte eingekickt werden, hieß es gerüchteweise. Und auch Netto-Spielzeit sollte getestet werden. Jetzt hat sich der Chef vom KNVB, oder? Ja. KNVB, oder wie auch immer man das ausspricht, gemeldet und meinte, nein, hier ist nichts. Der holländische Verband, das sind nicht die Kölner Verkehrsbetriebe. Der holländische Fußballverband, der und meinte, es sei nichts in der Art geplant, aber der Aufschrei zwischenzeitlich war groß. Und auch das Interesse, würde ich sagen, oder die Lust darauf, das mal zumindest zu sehen, war, glaube ich, bei einigen auch sehr groß. Also gerade das Thema Netto-Spielzeit ploppt ja immer wieder auf, wenn es darum geht, das Spiel attraktiver zu machen. Fändest du es gut? Je nachdem wie viel, ne? Wenn es dann so 10 Minuten wäre, scheiße. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ich will nicht als der da stehen, der immer sagt, nee, früher war alles besser, aber man hat sich auch über die Jahre dran gewöhnt, wie das Spiel jetzt war. Und ständig kommen Neuerungen. Die Frage, die ich mir bei solchen Meldungen immer als erstes stelle, ist, wie kommen die Holländer in der zweiten Liga dazu, sowas einfach zu beschließen? Weil das ist eine juristische Frage. Na, haben sie ja nicht. Ja, okay, aber wieso können sie über sowas nachdenken? Weil das sind doch Sachen, die von der FIFA beschlossen werden. Beziehungsweise von deren Regelhüters, den der IFAB oder sowas, ne? Regelhüters heißen die in Holland, ne? Regelhüters. Der Regelhüters. Die Krawattenträgers. die Funktionäres. Nee, da funktioniert es nicht. Aber also insofern können die das da, die können über alles nachdenken, aber durchziehen können sie es, glaube ich, nicht ohne okay durch die UEFA, FIFA, weiß ich nicht. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn diese Regelorganisation wirklich mal vorhätte, Sachen auszuprobieren, und ein Verband sagt, ey, pass auf, bei uns in der zweiten Liga wären wir bereit, das zu machen. Das wäre ja wahrscheinlich für beide Seiten, das wäre eine sogenannte Win-Win-Situation. Ja, zumal ja Gianni Infantino bei der Weltmeisterschaft jetzt überlegt, so eine Hybrid, so eine Hybrid-Lösung bezüglich Abseitsstellung einzuführen, wo man sich auf einmal auf die Technik verlassen muss, wo ich mich frage, warum macht man das denn jetzt ausgerechnet bei dem größten Turnier, was die größte Aufmerksamkeit erhält, und macht das nicht vorher mal 2 Jahre einfach so? Mir wird das alles ein bisschen zu viel. Und ich meine, der Spaß gerade an dieser Abseitsposition war ja immer, dass man darüber diskutieren kann. Vor allen Dingen ist es ja auch alles so diffizil geworden. Wir haben ja auch mal diese Grundlinie-Geschichte. Ich finde es alles... Du bist kein Fan von einschneidenden Regeländerungen beziehungsweise von noch mehr Technik. Nein, es wird auch immer komplizierter. Und vor allen Dingen, ich frage mich immer, was ist, wenn ich in einen Winterschlaf falle und erst in 8 Jahren wieder auffalle und das Fußballspiel nicht mehr verstehe. Ja. Ein einfaches Spiel. Ja? Also wenn du 1990 in den Winterschlaf gefallen wärst, dann wüsstest du nicht, dass es eine Rückpassregel gibt und so weiter und so fort. Und das VAR, wollen wir gar nicht mit anfangen. Ja, das sind die Sorgen, die wir, glaube ich, alle haben. Was, wenn ich in einen Winterschlaf falle und erst in 8 Jahren, das wäre jetzt 2030, würde ich auch nicht gerne. Ich würde jetzt auch nicht gerne 8 Jahre einfach verpassen. Aber das Ding ist, was Regeländerungen angeht, ich bin absolut überhaupt kein Fan von Netto-Spielzeit. Das ist der Satz des Tages. Das sind so die Probleme, die wir alle haben. Ja, natürlich. Da sprichst du, glaube ich, sehr vielen Leuten aus der Seele. Ich weiß nicht, wie viele Themenfrühstück-Zuschauer und Zuschauerinnen abends wach liegen, weil sie Schiss davor haben, jetzt 8 Jahre in Winterschlaf zu fallen. Mhm. Aber jedenfalls bin ich überhaupt kein Fan von Netto-Spielzeit. Einfach, man kann Fußball nicht diese ikonische Spielzeit von 90 Minuten wegnehmen. Das geht, finde ich, geht einfach nicht. Was man halt machen sollte, es geht doch darum, dass allen Leuten geht es auf die Nerven, dass Zeit geschunden wird und dass jede Situation, gerade wenn eine Mannschaft knapp führt, in den letzten 20 Minuten dafür genutzt wird, statt 3 Sekunden bleibt man 30 Sekunden liegen. Ja. Und das muss halt einfach strikter unterbunden werden, Punkt. Dann braucht man, finde ich, auch nicht über Netto-Spielzeit reden. Und wir reden über Jobs. Wir reden über ganz, ganz viele Jobs, die dann wegfallen. Nämlich alle Profis, die jetzt darauf hoffen, dass sie viel Geld als TV-Experten verdienen, können dann abdanken. Weil sie können uns das Spiel nämlich nicht mehr erklären, weil die Taktik, die sie noch gelernt haben, die können sie in die Tonne treten. Naja, ich meine, ich, da
das haben wir, glaube ich, hier wahrscheinlich auch schon 50 Mal besprochen, ich bin nach wie vor kein Fan vom VAR. Auch das nervt mich. Ich bin auch kein Fan von noch mehr Technik. Ich finde, die einzige Sache, die wirklich sinnvoll war bisher, ist die Torlinientechnik. Die stört nicht. Da weißt du, innerhalb von einer halben Sekunde weiß der Schiedsrichter, war der Ball drin oder nicht. Das stört den Spielfluss überhaupt nicht. Alles andere nimmt Spielfluss. Alles andere schafft Unterbrechungen, die unnötig sind. Alles und führen halt auch... Das ist das Gleiche mit auch mit der Abseits, mit der kalibrierten Linie. Es führt nicht zu mehr Gerechtigkeit, wenn du Situationen im einen Moment stoppst du den Ball... Oder misst du abseits, wenn der Ball vielleicht noch nicht ganz den Fuß verlassen hat, in der anderen ist er noch, klebt er noch dran. VAR greift bei manchen Situationen ein, bei anderen nicht. Es schafft alles nicht mehr Gerechtigkeit, es verkompliziert, es nervt. Ich hasse es. Weg damit. So. Einwürfe finde ich auch nicht. Warum soll man Einwürfe? In der Vergangenheit. Also warum soll man gesagt, Einwürfe? Ich drehe jetzt meine Meinung, ich bin dafür, dass wir sowas einführen. Ja. Einfach nur so. Die etwas andere Meinung. naja, der VAR wird nicht mehr verschwinden. Damit habe ich mich auch abgefunden. Aber trotzdem, es nervt mich und ich will nicht noch mehr Technik. Und ich will auch, warum denn einkicken statt einwerfen? Eine ganze Armada an Kreisliga-Rechtsverteidigern verliert auf einmal das einzige an Qualitäten, was sie haben, und zwar den Ball einwerfen wie flanken. Wäre scheiße. Ich habe ja gerade über Jobs geredet. Ja, da auch bist du überhaupt nicht drauf eingegangen. Du bist nicht auf die armen Schweine Stefan Effenberg, Bastian Schweinsteiger eingegangen, die jetzt ihre Jobs verlieren, weil sie nichts mehr von der Taktik, der modernen Taktik verstehen. Aber da geht es mir ein bisschen wie dir mit Kramer eben. Mir tut Effenberg und Schweinsteiger nicht. Die sollten die ihren Job verlieren. Verstehe ich nicht. Es täte mir jetzt nicht so krass leid. Das sind ja auch die Experten von morgen. Die Nils Petersens. Die Nico Schlotterbecks und so weiter, die ja auch noch irgendwo nach ihrer Karriere knapp überleben müssen. Da hast du jetzt aber schon aus der 2030 Winterschlaf. Ja, natürlich, aber die haben das ja auch noch gelernt, dass man sich auf dem Boden herumwälzt. Naja, Nils Petersen vielleicht nicht, aber Schlotterbeck. Dass sie liegen bleiben und dann mal ein bisschen Zeit schinden und dann bis zur 94. Minute den Ball an der Eckfahne immer wieder ins Ausballern. Das alles fällt alles weg. Wer 1900 in den Winterschlaf gefallen ist, schreibt Bär mit Ö, wundert sich darüber, dass keine Bäume auf dem Feld stehen. Ja, so geht sicherlich Leuten. Viel schöner sind doch die neuen Regeln im Kinderfußball, schreibt Moritz Jonas. Spiel auf Minitore bei 3-3. Wenn ein Team zu gut ist, wird auf 4-3 aufgestockt. Das ist einfach nur lächerlich. Ist das so? Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass Schiedsrichter im Kinder- und Jugendfußball den Kindern nicht mehr sagen sollen nach dem Spiel, wer gewonnen hat. Wo ich mich gefragt habe und versucht habe zu erinnern, ob man als Kind nicht ab einem gewissen Alter in der Lage ist, selber auch mitzuzählen, um zu wissen, wer gewonnen hat und ob sich das nicht allein so aus dem Eindruck, wie oft hat wer jetzt gejubelt, auch so ein bisschen ergibt, weil wenn ich mich zurückerinnere, waren die Spiele ja oft jetzt auch nicht so wahnsinnig knapp, sondern eher, man hat halt entweder 10 bekommen oder 10 selber gemacht. Aber auch da einschneidende Veränderung. Ja, also, Max, entschuldige, du redest hier mit einem Kinderlosen. Du hast einen Jungen, ja, aber Kinderfußball, und du weißt ja, wie du den erziehst. Und das ist ja nun die Frage, wenn er hier in die Redaktion kommt, dann ihm schön sagen, na, am Wochenende wieder 8-0 verloren, Trottel. Ja, aber und dann kannst du ihn auch zu Hause lassen. Durch dieses Stahlbad muss er durch. Es gibt nur einen ersten Sieger und einen 1B-Sieger. Naja, ich glaube, der Sinn von diesem, den Kindern nicht mehr sagen, wer gewonnen und wer verloren hat, ist, dass es in der Regel eher die Eltern sind, die es interessiert. Und gar nicht so sehr die Kinder. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ja, natürlich ist das totaler Quatsch, was du erzählst. Ich gebe doch nur wieder, was ich... Ich bin schon in der F-Jugend auf den Platz gegangen und wollte das Ding gewinnen. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ehrlich gesagt, so wie ich dich auf dem Platz erlebe, habe ich auch nicht den Eindruck, dass du da einfach nur rumstehst oder... Na, ich rede doch gar nicht, dass ich das will. Oder flanierst. Natürlich will ich wissen, wer gewonnen hat. Natürlich ging es mir auch als Kind darum, glaube ich, zumindest. Also ich habe auf jeden Fall Wutattacken gehabt, wenn ich verloren habe. Ja, eben. Als Kind. Und ich gehe mal davon aus, dass du es in der E-Jugend auch langsam verstanden hast, dass du heute wieder 4-0 verloren hast, oder? Ja, wie gesagt, das brauchte dein Vater nicht extra zu sagen? Das brauchte mir niemand erklären. Nee. Aber ich gebe ja nur wieder, was aktuell an Gedankenspielen existiert. So, also auch beim Regelthema ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Dann gehen wir weiter. Weißt du was? Wir haben noch hier ab und zu Studiogäste im Sommerloch. Ja, laden wir mal jemanden ein. Ich bin noch in keinem Sommerloch gemeint. Wenn es da draußen Eltern gibt, die ihren Kindern nicht mehr sagen wollen, wie das letzte Spiel in der E-Jugend oder F-Jugend oder auch in der D-Jugend ausgegangen ist, dann würde ich mich freuen, wenn hier jemand mal Stellung bezieht und zu uns hier aufs Sofa kommt. Also meldet euch. Ja, gerne. Darüber würde ich wirklich gerne mal diskutieren. Ja, ich meine, es gibt ja ganz, Argumente.
ganz viele, ich meine auch das, was Moritz Jonas hier zu Recht ja gesagt hat, ne, dass bis zu einem gewissen Alter 3 gegen 3 gespielt werden soll, beziehungsweise auf mehrere Tore, nicht nur 2, um mehr Erfolgserlebnisse zu schaffen, um den Kindern von Anfang an mehr Spaß beim Spiel zu geben. Ich meine, Vorteile hätte es natürlich, es gab, glaube ich, früher in jeder Mannschaft 2 oder 3 Kinder, die spätestens ab Minute 5 nicht mehr Fußball mitgespielt haben, sondern irgendwie Blümchen gepflückt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man die bekommt, wenn man 3 gegen 3 spielt. Und ja, aber dann hören die halt irgendwann auf, Fußball zu spielen und machen was anderes. So ist es. Das ist doch, was ist denn da so schlimm dran? Naja. Ja, man hätte sich für den Fußball behalten können und dann wären sie doch irgendwann Profis. Naja, geworden, dass es ein Nachwuchsproblem gibt, das steht ja außer Frage. Ne? Also, aber das sind doch nicht die Blümchen pflücken. Naja, aber dass die Vereine zu wenig Kinder haben, die überhaupt noch Fußball spielen wollen. Ich glaube, das ist ja das grundlegende Problem. Aber ja, ob man die jetzt bekommt, wenn man sagt, wir garantieren euch mehr Erfolgserlebnisse, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Also ich weiß auch nicht, ob es ein Erfolgserlebnis ist, wenn ich 12 Tore aufstelle und der Trottel, der da irgendwie immer Blümchen pflückt, ab und zu den Ball auch zugespielt bekommt und das leere Kästchen reinballert. Ich merke schon, an dir ist ein astreiner Pädagoge verloren gegangen. Ich frage doch nur. Es sind doch nur Fragen. Es sind doch nur Fragen. Vielleicht ist es ja so. Ich werde mich noch einen Teufel tun, mich mit Pädagogen anzulegen. Nur ich frage mich, bringt es etwas, wenn dein Sohn in Kürze in der, was weiß ich, G-Jugend den Ball, weil er wird ein guter Fußballer werden, gehe ich mal davon aus, irgendwie dem Heini da hinten in der Ecke, Wahl, der da jetzt einen ganzen Blumenstrauß schon in der Hand hat, den Ball zuschiebt, damit er den ins leere Tor schieben darf, um dann hinterher zu sagen, Papa, ich habe auch ein Tor geschossen. Ich werde ihn eh belügen. Egal wie gut er war. Es wird nie reichen. So, wir reden über den FC Barcelona jetzt, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Also, der FC Barcelona, heute außerordentliche Mitgliederversammlung. Es geht um 700 Millionen Euro. Bevor du jetzt ausführlich über den FC Barcelona redest, FC Barcelona ist nämlich ein wunderbarer Link zu unserem neuen Heft. Nämlich ab heute am Kiosk. Ja, ihr habt es schon gesehen. Eintracht Frankfurt in 2 Ausführungen. Splitcover. Es geht jeweils um Frankfurt. Einmal. Du hast Timothy Chandler getroffen? Ich habe Timothy Chandler getroffen, kurz bevor es mich coronamäßig völlig zerlegt hat. Zum Glück, echt, es war eine knappe Nummer. War so 3-4 Stunden, bevor es losging bei mir. Wir haben uns über Zoom gesprochen, ich habe ihn nicht angesteckt. Achso. Ich habe mit Timothy Chandler gesprochen, deswegen er auch hier groß auf dem Cover. Und ich schlage vor, wir verlosen es und ich habe mir schon eine Frage überlegt. Ich bin nämlich gut vorbereitet heute. Ich habe mir eine Quizfrage überlegt, die 2 Leute, die richtig beantworten, kriegen das Heft. Und das ist eine Quizfrage, die man nur weiß, wenn man das Heft gelesen hat? Nee, das okay, ist eine Quizfrage, die Timmy Chandler. Timmy, oh Gott. Timothy Chandler. Timothy Chandler betrifft. Und zwar, welcher Spieler, oder ich weite es aus, es gibt 3 Spieler, mit denen Timothy Chandler so häufig auf dem Platz stand wie mit keinen sonst. Hm. Es gibt natürlich eine klare Nummer 1, aber weil ich jetzt nicht zwangsläufig die Nummer 1 hören muss, wer mir einen der Top 3 nennt, Spieler, die am meisten mit Timothy Chandler gemeinsame Spiele gemacht haben, kriegt ein Heft. Kleiner Tipp, die Nummer 1 ist ganz, ganz, ganz eindeutig, ich kann die Zahlen sagen. Mit der Nummer 1 stand Timothy Chandler 149 Mal zusammen auf dem Platz in einem Profifußballspiel. Mit der Nummer 2, ich glaube 92 Mal. Und die Nummer 1, das ist noch der nächste Tipp, die Nummer 1 hat mit ihm bei 2 verschiedenen Vereinen gespielt. Und so viele Vereine hatte Timothy Chandler nicht. Es waren 2. So, Rode, Trapp, Alex Meyer, Piplitzer, Pinola, alle falsch. Alle falsch. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können kurz nochmal sagen, dieses Cover hier geht nur an die Abonnenten. Ist das richtig? Und dieses und grandiose in Frankfurt selber, Jubelcover. Ich. Oh, Mike Stirner. Das kriegt ihr überall in Deutschland. Mike Stirner hat die Nummer 1 rausgefunden. Und Sven Egner auch noch. Also Sven Egner und Mike Stirner, meldet euch. Wie machen wir das? Einfach eine Mail an themenfrühstück@elffreunde.de. Dann schicke ich das heute noch raus. Wunderbar. Mit Adresse bitte, Mike Stirner, und am besten mit Identitäts... Screenshot. Mit Identitätsnachweis. Was machen wir? 3-Faktor-Authentifizierung? Also es gibt dann einen Live-Video-Call mit Gropper. Genau, einmal ein Foto mit Ausweis und Zeitung von heute. Das wäre gut, ja. Zeitung. Oder so machen wir das. Das ist hier kein Betrüger. Wir wollen hier nicht übers Ohr gezogen werden. Meine Güte, ja, okay. Alles klar. Über den Tisch gezogen. So, also, aber um nochmal den Link von Eintracht Frankfurt wieder zurück zum FC Barcelona, weil der FC Barcelona kam möglicherweise ins Grübeln im Halbfinale im UEFA Cup, wie ich ihn nenne, oder in der Europa League, wie ihr ihn nennt, als das Halbfinale gegen Eintracht so kläglich verloren ging. Und deswegen
geht es heute zur Mitgliederversammlung. Ja. Und da passiert etwas. Und das sagt uns jetzt Marc Dinkelacker. Was passiert da? Oder was wird da es geht so besprochen? So wie ich es verstanden habe, geht es tatsächlich nicht nur um die mittelfristige, sondern auch um die langfristige Zukunft und das Überleben des großen FC Barcelona. Es geht darum, dass heute die Mitglieder absegnen sollen, wenn es nach dem Präsidium geht, dass der FC Barcelona sowohl seine Merchandise-Rechte, ich weiß nicht auf welche Zeit, veräußert, als auch die eigenen TV-Rechte verkauft. Was schnell für Geld sorgen würde, für eine ganze Menge Geld. Es geht eben um 700 Millionen Euro, die sich der Verein dadurch erhofft. Aber was den Verein auf lange Sicht, wie das halt glaube ich immer so ist, wenn man schnell Kohle braucht, auf lange Sicht ist es halt wahrscheinlich scheiße, wenn eine Marke wie der FC Barcelona die eigenen Rechte an der Marke nicht mehr hält. Ne? Aber es geht offenbar, die Finanzlage ist so brenzlig, dass sie dieses frische Geld brauchen. Darüber hinaus müssen sie die Gehälter wohl von, der Vizepräsident hat gesagt, von 560 Millionen, die gerade an Gehältern für den Kader bezahlt werden, auf 400 Millionen drücken. Was heißt, Stars verkaufen oder Leute dazu bringen, weniger verdienen zu wollen. Große Aufgaben. Aber im Prinzip heute entscheidet sich, glaube ich, wenn man es runterbricht, aus deutscher Sicht ja eine der interessanten Sachen, ob Robert Lewandowski zum FC Barcelona wechselt oder nicht. Ja, und offensichtlich dann ja zu einem Gehalt, das ihm auch kommod ist. Also sonst könnte er ja auch beim Rekordmeister bleiben. Naja, wobei man und, da beißt sich doch aus meiner Perspektive schon wieder die Katze in den Schwanz. Ich finde es, gelinde gesagt, skandalös. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Verein wie der FC Barcelona, der von der Wahrnehmung weltweit vermutlich einer der drei Vereine ist mit der größten Wahrnehmung, also vermutlich auch mit dem höchsten Markenwert, es nicht schafft, mit seiner Kohle auszukommen und jetzt sowohl die Fernsehrechte als auch die Merchandise-Rechte, die ja über viele, viele Jahre komplett sakrosankt waren, nämlich sogar die Trikotbrust und so weiter, solche Scherze, wurden nicht verkauft, sondern nur, Eine ganze Weile war es völlig blank, dann kam irgendwann UNICEF. Zugestanden. Und jetzt ist Messi weg, wo man ja gedacht hatte, okay, da ist jetzt der höchste, größte Finanzposten oder Gehaltsposten erstmal von der Payroll und sie sind trotzdem blank. Na, nichts mehr funktioniert. Und wie schnell das geht, das ist doch eine Katastrophe, ist doch traurig. Na, ich finde vor allem witzig, wenn ich als Präsident einerseits sage, wir müssen die Gehälter drücken um 160 Millionen Euro, die wir irgendwie innerhalb eines Sommers am besten direkt einsparen. Und dann aber hole ich den aktuell zweitbesten oder vielleicht sogar besten Stürmer der Welt. Also irgendwie, das passt doch überhaupt nicht zusammen, natürlich, der auch schon über 30 ist und der ja nun nicht, wie jetzt irgendein aufstrebendes Talent, was sagt, okay, ich will unbedingt zum FC Barcelona, weil es für meine Karriere wichtig ist, sondern, also der kostet doch nicht irgendwas nur Ablöse, sondern der ist doch schweineteuer, auch im Unterhalt. Irgendwas stimmt, das ist wahnsinnig teuer. Ja, ich meine, die Gehälter beim FC Bayern, muss man auch sagen, die sind auch ganz schön explodiert, wenn ich da so die Summen, ich glaube, Serge Gnabry oder sowas, da ging es doch darum, der will jetzt auch in der Kategorie der anderen verdienen, da geht es um irgendwie 18, 19 Millionen im Jahr, wo ich auch sage, das ist ja irgendwie auch in den letzten 3-4 Jahren nochmal, da ist ganz schön was passiert beim FC Bayern. Auch ein Sadio Mané würde ja jetzt nicht kommen, wenn die Bayern noch zahlen würden, wie es vor 3-4-5 Jahren, glaube ich, normal war. Das glauben wir. Glauben wir, vor einigen Jahren ist ja mal rausgekommen, dass man vergessen hatte, die Kirchensteuer von Luca Toni, da redet Opa schon wieder vom Krieg, ne? Also von Luca Toni nicht abgeführt. Und da kam ja dann raus, dass auch Luca Toni schon irgendwie 15 Millionen verdient hat. Und wie lange ist das her? Also insofern, vermutlich spielt sich das in Kategorien ab, die wir gar nicht mehr erfassen könnten, obwohl wir uns ja eh schon in schwindelerregenden Kategorien bewegen. Also, und dass Robert Lewandowski jetzt durch seine... Ist er überhaupt ablösefrei? Nee, eben nicht. Er hat ja noch also das heißt, sie müssen auch noch Ablöse bezahlen. Überhaupt interessant ist für einen Verein, der ja offensichtlich höchst klamm ist und nicht mehr in der vordersten Kategorie spielt. Ich meine, Entschuldigung, wir reden über den FC Barcelona, der eigentlich in den letzten 20 Jahren, 12 Jahre, 14 Jahre oberste Kategorie war. Naja, mindestens, wenn nicht 3-4 Jahre davon mit das Beste, was es jemals gab. Na klar. Ich habe hier Sebastian Simon. Sagt es richtig, das Problem ist, dass sie nicht bereit sind, einfach mal 1-2 Jahre ohne Ambition zu spielen, mehr auf La Masia und dann Geld sparen. Ich verstehe auch nicht, weißt du, wenn du ein Verein bist, der ja nun unbestritten eine der besten auch Jugendabteilungen der Welt hat,
dann muss man halt vielleicht auch einfach mal sagen, man hat sich verspekuliert, was Kohle angeht. Man steckt ein bisschen in der Scheiße. Man muss jetzt halt mal 3, 4, 5 Jahre vielleicht auch sagen, das Ziel dieses Jahr ist nicht, die Champions League zu gewinnen, sondern sich in der Liga für die Champions League zu qualifizieren. Punkt. Aber das ist eben, das ist die Hybris dieser Vereine, die glauben, sie gehen sowieso nicht pleite. Also der erste FC, am Ende kommt der dann FC auch Kaiserslautern also, hat sich natürlich nicht in diesen Kategorien bewegt, aber letztendlich hat er sich 2 Jahre mal übernommen und wo er heute ist, na gut, jetzt ist er ja sogar mal wieder aufgestiegen, wissen wir. Das geht einigen anderen Vereinen auch so, selbst der FC Schalke, deutlich höher ist, wird möglicherweise Probleme in den nächsten Jahren bekommen, sich eher so als Fahrstuhlverein darstellen. Der FC Barcelona ist sich in seinem Land so sicher, dass da nichts passieren kann und dass es immer noch irgendwelche Winkelzüge gibt, dass der Verein eben nicht den wirklichen Niedergang erleben wird. Too big to fail heißt es in der Politik, oder? Ja, nur da geht es ja um andere Fragen. Also geht es ja in erster Linie in der Wirtschaft rum. Und ich frage mich immer, ob es wirklich so ist. Weil ich hätte mir auch schlecht vorstellen können, dass Manchester United mal irgendwann nicht mehr... Wobei bei denen ja echt Kohle nicht das Problem ist, sondern sehr fragwürdige sportliche Entscheidung. Okay, aber ich glaube, man kann schon mit Spannung diese Mitgliederversammlung da abwarten, was da passiert. Höchstwahrscheinlich wird der Daumen hochgereckt, kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann mal gucken, wie es so in den nächsten Jahren mit dem FC Barcelona weitergeht. Das ist mit den Mitgliedern machen, ne? Weil da geht es nur wieder um Emotionen. Da geht's ja, man kann doch nicht bei wirtschaftlichen Fragen die Mitglieder befragen. Man macht ja auch keine Volksabstimmung über, was weiß ich, Tankrabatte oder sowas. Hätte man in dem Fall Hätte man machen sollen, natürlich. Anderes Thema. Anderes Thema. Ja. Okay, wir gucken nach Spanien heute Abend und sind gespannt, was da passiert. Ansonsten, ich wollte noch auflösen. Irrsinnig ist das. Irrsinnig. Ich wollte noch auflösen, wer die anderen zwei Mitspieler waren, weil es hier. Ich reg mich richtig auf über den FC Barcelona. Ich reg mich auch über Robert Lewandowski. Ich verstehe das nicht. Ne? Meine, warum können die sich nicht einigen? Du hast ihn vor ein paar Jahren mal für den FC Bayern. Und für ihn wäre es doch das Beste. Die können doch auch immer noch, wenn sie jetzt Mané noch dazu holen, können die doch auch mal wieder Champions League gewinnen. Was macht er denn da beim FC Barcelona? Die spielen gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League und scheiden aus. Hallo? Nur wegen Kohle? Ach, was soll's. Ich bin in diesem Business falsch. Ich glaube, ich mache auch was anderes. Also wenn ich einen Sohn hätte, ich würde ihn nicht zum Fußball schicken. Der soll Blumen pflücken. Chippo J. schreibt hier auch noch was ich interessant finde, was jetzt sehr ins Detail noch geht. Die Ferran Torres-Yusuf-Demir-Geschichte im Winter war schon ein klares Indiz, wo es hingeht. Die 10 Millionen für Demir konnten die nicht mehr zahlen und 2 Wochen später zahlten sie 55 Millionen für Torres. Ja, schon im Winter war es ein bisschen, hat man sich immer wieder an den Kopf gefasst, weil es ja überall hieß, der Verein sei völlig am Ende und blank und pleite. Und dann holen die da plötzlich einen großen Namen nach dem anderen im Winter noch dazu. Sei es per Laie, ich meine aber ein Aubameyang wird auch nicht umsonst gespielt haben, oder auch eben ein richtig großer Transfer wie Ferran Torres. Viele Dinge versteht man nicht mehr. Viele Hannover Dinge, 96, FC Barcelona, man versteht das alles nicht mehr. Alles irre. So, die 2 anderen Mitspieler von Timothy Chandler, neben der Clan Nummer 1 Hasebe, auf der 2 David Abraham und auf der 3 Raphael Schäfer, Nürnberg-Keeper. In Berlin nicht ganz so beliebt. Hi. Ach, der hat sich mal, es gab mal irgendwann gegen Nürnberg einen Platzsturm, wo er davor provoziert hat. Er hat angefangen. So kann man es, glaube ich, sagen. Entschuldigung, ich erwarte von Profis nichts anderes, als dass sie die ganze Zeit provozieren. Es gibt viel zu wenig Profis, die noch richtig laut provozieren. Man sollte diesen Leuten auch mal irgendwie mal sagen, ist doch auch mutig. Ja. Ne? Aber das ist auch wieder nicht in Ordnung. Dann regt man sich hinterher wieder darüber auf, dass es keine Typen mehr gibt. Und ich habe das Gefühl, den aktuellen Profis, denen wurde früher zu selten gesagt, wer gewonnen hat. Deswegen sind die alle so weich gespielt. Vielleicht haben wir das auch nicht gewusst. Wir wussten nicht, wann die Gehälter beim FC Bayern explodiert sind und wir wussten auch nicht, wann die Profis aufgehört haben, sich anzuhören, dass sie verloren haben. Ja, meine Vermutung ist, bei Hertha sagt man es denen immer noch nicht. deswegen läuft es so scheiße. Nur gut, wir wünschen einen schönen Donnerstag, den 16. Juni. Ja. Und melden uns morgen wieder in alter Frische und dann mit Nachrichten zu Robert Lewandowski. Na. A bientôt. Tschüss.